Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um Häuser ausrauben 2024. Ja, ich hatte euch versprochen, mit dem letzten Update gab es Änderungen, was das Einbrechen angeht in Häuser. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist wieder mal Rotz. Ja, also diese Möglichkeit illegal als Zivilist haben sie jetzt auch komplett schlecht gemacht. Was braucht ihr? Ihr braucht, soweit wie ich weiß, könnt mich gerne korrigieren, die Fähigkeit Häuser auszurauben. Wenn ihr M drückt, Statistik, Fähigkeiten ansehen. Hier Wohnungsdiebstahl kostet 400.000 Dollar. Ja, erstens das ist halt schon relativ heftig. Ihr braucht Brechstangen. Die Brechstangen findet ihr im 24/7 Shop, also mit Metall braucht ihr da gar nichts. Höchstens, dass man aus Metall Brechstangen eventuell herstellen kann, aber wie gesagt, ihr bekommt aus jedem 24/7 Shop Brechstangen. Kosten so Pi mal Daumen um die 1500 Dollar. Vielleicht mal gucken, gibt es vielleicht ein bisschen günstiger. Ich gehe hier mal rein. Ja, hier kosten sie zum Beispiel 3000. Ich nehme jetzt mal einfach eine mit. Ich habe es auf jeden Fall schon mal günstiger gefunden. Dann braucht ihr ein Häuschen, was ihr ausrauben könnt. Da bietet sich zum Beispiel Vespucci-Kanäle an oder hier beim Taxi-Job. Da stehen relativ viele Häuser. Da fahre ich jetzt mal hin. Oh. Und gucke mal, ob ich da ein Häuschen finde zum Ausrauben. Ja, wenn er mich denn auch lässt. Also bei dem Taxi-Job meine ich dieses Karree hier, weil hier stehen relativ viele Wohnungen, es ist gut einsehbar und man kann zur Not schnell flüchten. Ich packe erstmal mein Auto hier vorne hin. Dann gucken wir erstmal bei den Häusern, hat es eine Versicherung? Nein, das ist schon mal gut. Und dann raube das Haus aus. Ah, und wir haben gleich Glück. So, müssen dieses Minigame schnell absolvieren, wo diese Balken in diesem Strich sein müssen. So, das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir 10 Minuten warten und ich setze mich in der Zeit in das Auto rein. Falls nämlich einer kommt, können wir nämlich schnell flüchten. Wie gesagt, hier ist es gut einsehbar. Denke ich, wir schnallen uns mal an, schließen das Auto, obwohl das Auto muss jetzt nicht unbedingt zugeschlossen sein. Und dann warten wir einfach die 10 Minuten jetzt ab und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Vielleicht ein Tipp, früher am Morgen, da ist wenig los, zwecks Cops und so war es früher, dass der Inhaber des Hauses informiert wurde. Ich denke mal, das wird jetzt nicht anders sein. Na, also da auch drauf achten, dass wenn einer kommt, dass ihr dann so schnell wie möglich flüchtet. Und ihr bekommt pro ausgeraubtes Haus einen Stern. Egal, ob ihr den jetzt positiv oder negativ ausraubt, ihr bekommt einen Stern. Das sehen wir hier drüben. Ich hatte vorhin einen, weil ich das vorhin mal getestet habe. Und jetzt habe ich zwei. Mit jeder vollen Stunde reduziert sich das Verhandlungslevel um einen Stern. Ihr könnt euch, glaube ich, aber auch stellen und dann könnt ihr die Zeit absitzen und dann habt ihr keinen Stern mehr. Ja, ich denke mal, soweit ist alles erzählt. Ja, Brechstange, Fähigkeit, einen guten Spot zum Häuser ausrauben, suchen und Glück haben und 10 Minuten warten. Einen Stern. Genau, und dann gucken wir gleich mal, wenn die 8 Minuten jetzt abgelaufen sind, wie das dann im Haus aussieht. Vielleicht auch die Kopfhörer ein bisschen lauter machen, dass ihr auch die Umgebungsgeräusche gut hört. Ja, und dann sehen wir uns gleich nochmal.
Achso, vielleicht noch gut zu wissen, es ist nicht unbedingt verpflichtet, dass der Spieler online sein muss. Also zum Beispiel beim Bunkerraub oder beim Überfall auf dem Bunker, da muss derjenige nicht online, also muss da online sein beim Bunker, hier bei den Häusern eben nicht. Das ist das Gute. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, was wir dann rausbekommen, das lohnt sich einfach nicht für meinen Verhältnisse. Ihr könnt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, ob man unbedingt diese Fähigkeit braucht. Bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz schlüssig. Einfach mal ausprobieren. Brechstange kostet, wie gesagt, nicht viel und dann mal gucken. Aber wir bekommen auf jeden Fall nicht den Preis der Brechstange raus. Das sei gesagt. Das war früher halt besser, ne? Da konnte man gleich ins Haus eindringen. Das Minigame war ein bisschen komisch gewesen. Das haben sie besser gemacht. Aber man hat dann Gegenstände rausgeklaut. Da hat sich's ganz gut gemacht, wenn man zu zweit war. Wenn man dann mindestens zu zweit. Und dann konnte man Gegenstände aus dem Haus rausnehmen. Also jetzt nicht persönliche Gegenstände, sondern einfach virtuelle Gegenstände. Und die konnte man dann am Schwarzmarkt verkaufen. Und da hat man relativ gutes Geld rausbekommen. Und ich hatte dann nochmal ausgerechnet, im besten Fall mit wie vielen Häusern man die 400.000 wieder drinne hat. Weil ich mir die Fähigkeit gekauft hatte. Aber jetzt lohnt sich es einfach gar nicht. Selbst wenn man die Fähigkeit nicht kaufen muss. Wie gesagt, werdet ihr da dann gleich sehen. So, nochmal alles kurz aufgegriffen, was in der Vergangenheit war. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben eure Erfahrungswerte, was ihr dazu sagt. Ich finde es nicht so cool. Ja, also bis gleich, Leute. Während ich hier beim zweiten Haus warte, könnt ihr bei dem Punkt Karte euch auch die Häuser anzeigen lassen. Sind jetzt plus Häuser, keine Apartments. Das sind dann jetzt diese roten Häuser. Und da seht ihr dann auch, wenn ihr aus Versehen ein Familienanwesen ausraubt. Das sind nämlich die lilanen Häuser. Bei den Apartments hier sieht man das jetzt leider nicht. Ne, dann seht ihr einmal halt die roten, die gekauft wurden. Das sind normale Zivilisten. Die lilanen sind die Familienanwesen, und wenn mal ein grünes hier aufploppen sollte, dann ist das ein freies Häuschen, was ihr erwerben könnt. So, die 10 Minuten sind gleich rum. Ich habe nochmal mein Auto anders positioniert, weil damit wir schneller flüchten können. Wichtig vielleicht noch, dass ihr das Auto offen lässt, damit ihr dann so schnell wie möglich flüchten könnt. Und ihr könnt auch im Auto sitzen bleiben. Ihr werdet dann automatisch teleportiert in das Haus. Werden wir gleich sehen. Aber ich denke mal, das wird easy peasy. Ohne Probleme ablaufen. Nur noch 15 Sekunden. Ja, auch gerade die Zeit abzuwarten, das lohnt sich einfach nicht. So, die oder die letzten 4 Sekunden, jetzt müssen wir den Kleiderschrank finden. Der hängt davon ab, was für ein Haus ihr habt oder was für ein Haus ihr ausraubt. Ich glaube, hier ist, ja genau, jetzt haben wir eine Kiste. Wir können leider nicht rennen, wir können springen. Und dann müssen wir einfach bloß in das Auto einsteigen. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ihr vielleicht habt das unten gesehen, die Einblendung. Ihr müsst neben eurem Auto stehen und E drücken. Dann landet die Kiste in eurem Inventar. Ich habe dann später nochmal ein Haus ausgeraubt, weil ich vielleicht dachte, okay, man kriegt vielleicht mehrere Kisten raus. Aber nee, tatsächlich glaube ich bloß eine, soweit ich weiß. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, eine weitere Kiste zu bekommen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich da wieder was übersehen haben sollte. Ja, ansonsten gucken wir uns die Kiste jetzt mal an. Wir gucken uns mal die Preise an. Wir kriegen entweder $1000 oder haben 0
0,1% die Wahrscheinlichkeit, ein Benefactor E-Class 2024 zu bekommen. Jetzt öffne ich mal die Kiste. Natürlich kriegen wir bloß die 1000 Dollar. So, ich bin jetzt mal am gucken, weil sich ja die Kisten nicht lohnen. Ich muss erstmal hier den ganzen Stuff rausnehmen. Ob man die auch verkaufen kann, die Kisten, weil 1000 Dollar lohnt sich ja einfach nicht. Ja, also ihr könnt zur Not diese Kiste verkaufen. Die Preise kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr selber mal gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Ansonsten, dieser Job lohnt sich überhaupt nicht. Man kriegt, wie gesagt, nicht mal die, die Brechstange raus. Und 0,1% Wahrscheinlichkeit, ein Auto zu gewinnen, ist auch, ja, 0,1%, also nichts. Und dann noch einen Stern, dann noch warten, dann noch eventuell 400.000 investieren. Das finde ich Mist. Wie gesagt, korrigiert mich gerne, wenn ich Mist erzählt habe. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.